Ich brauche eigentlich, ich muss mich so hinsetzen mit meiner Nagelfeile und die ganze Zeit so lästern. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir gedacht, ich lasse Jungs und Mädchen, wir gehen mal kurz ein bisschen ruhen, währenddessen ich Germany's Next Topmodel mache, weil ich nicht nur Videos machen will, in denen ich auf irgendwas reagiere. Stattdessen lasse ich einfach meine alten Formate noch mal ein bisschen aufleben. Und zwar habe ich mir gedacht, es ist mal wieder Zeit für Rebellica rebelliert Rumpf. Denn eine Freundin von mir hat ein Bild in eine Gruppe geschickt von einer Werbekampagne von Lidl. Dieses Bild war ein Screenshot aus der App Jodel. Und bevor ich anfange, über dieses Bild zu reden, rege ich mich mal ganz kurz über Jodel auf. Jodel ist so quasi für alle, die nicht wissen, was Jodel ist das Twitter für anonyme Leute. Das heißt, die Leute können sich irgendwelche Sparwitze aus dem Internet ziehen, sie dann posten, sich dann ein bisschen Karma geben lassen und dann in ihrem Freundeskreis sagen so, boah, guck mal, ich hab so einen dicken Penis. Ich hab mindestens 100.000 Karma. Ich hasse Jodel. Jodel war ursprünglich eine App für Studenten und die war so intern mit den Studenten so voll der Shit. Irgendwann kamen halt dann auch noch andere Menschen dazu. Dann haben sich die Studenten aufgeregt, so, boah, verpiss dich! Das ist unsere App! Wir sind Studenten, wir sind was Besseres als alle anderen. Alle, die eine Ausbildung machen, sind nicht gut. Genauso wie wenn du aus Stuttgart kommst, du kommst in München an und jodelst dann so, hey, hat irgendwer gute Tipps in München, was essen zu gehen? Danke für eure Antworten. Und dann kommt so, verpiss dich! Du bist nicht aus München! Du bist kein Bayer! Raus! Wie eingebildet kann eine App sein? Und mich regt das auf, so. Es ist so richtig so, da können die Leute anonym ihren Hass rauslassen. Es ist so fast so wie alle 13-jährigen kleinen Kinder unter YouTube, die sich denken so, boah, blöde Kuh, halt's Maul, du Ficker. So sind die 24-jährigen Studenten auf Jodel. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar wurde dieses Bild in eine Gruppe von mir geschickt mit 1000 Lachsmilies. Es ist, wie gesagt, es ist eine Werbung von Lidl mit der Aussage, zwei von vielen Gründen für eine Ausbildung bei Lidl. YouTuber gibt's schon genug. Tja, wo fange ich denn an? Da saßen bestimmt so Ü40 Leute in so einem Tagesmeeting und haben sich gedacht, so, wir brauchen irgendwelche lustigen Gründe, warum man eine Ausbildung bei Lidl anfangen sollte. Und dann ist ihnen so aufgefallen, so, ah, diese kleinen, popligen Leute verdienen ja fast schon genauso wie wir in unseren hohen Positionen bei Lidl, beziehungsweise verdienen mehr. Jetzt nicht jeder YouTuber, aber die größer sind, verdienen auf jeden Fall, denke ich mal, mehr als so ein Lidl-Mitarbeiter. Und dann haben sie sich gedacht, so, ah, wir mögen die nicht, blöde YouTuber. Wir machen jetzt eine Werbung gegen die. Lol. Haha. Ja, voll lustig. Finde ich ja auch witzig, wie YouTube direkt so als Job angesehen wird. Nein, man fängt Lidl-Ausbildung als Job an, als eine Ausbildung. Und YouTube natürlich auch. Wenn jetzt irgendwer mit YouTube anfängt, denken sich so, ja, ich mache das jetzt zu meinem Beruf. Nein! Gut, es gibt Ausnahmen, aber ich denke mal, jeder große YouTuber mittlerweile, der hat YouTube angefangen, weil es Spaß macht. Weil es Spaß macht, Leute zu unterhalten. Und sonst, früher kam man ja auch noch nicht mal auf die Idee, dass man damit sein Leben verdient. So sein Leben uns unterhält. Keine Ahnung. Vor allem der Satz darunter ist natürlich auch so, und bei uns liked dich ein Team aus Kollegen. Beate57 hat keine Ahnung, ob Instagram jetzt etwas zu essen ist oder etwas, was sie ins Regal einräumen könnte. Vor allem, was ich auch noch witzig finde, ist dieses Argument, denn YouTuber gibt's schon zu viele. Übernehmen wir dieses Argument doch einfach mal auf alltägliche Dinge, oder? Ich benutze kein Klopapier. Von diesen Leuten gibt es schon zu viele. Ich fahre diese 5 Minuten lieber mit dem Auto. Es gibt schon zu viele Menschen, die sich um die Umwelt kümmern. Mama hat gesagt, ich soll mir eine Jacke anziehen. Es ist kalt. Leute, mit Winterjacke gibt es schon genug. Jetzt bin ich krank und müsste zum Arzt. Alle Menschen gehen zum Arzt. Ich werde auch so wieder gesund. Auch an diesen Typ, der dieses Bild auf Jodel gepostet hat, denke mir so, was denkt er sich denn so? Ah ja, stimmt. Ah, YouTuber. Richtig lästig. Machen ihr Hobby zum Beruf. Voll gut von Lidl, dass sie dagegen eine Werbung machen. Wenn Lidl eine Werbung schalten würde, von wegen so, mach eine Ausbildung bei Lidl, denn Bauarbeiter gibt es schon genug, würde sich jeder aufregen. Aber YouTuber denkt sich so,
Scheiß YouTuber verdienen Geld mit ihrem Hobby. Ist ja kein richtiger Beruf. Schlafen wir den ganzen Tag und stimmt, ein Video drehen dauert ja nur eine halbe Stunde mit Hochladen und allem drum und dran. Ich will jetzt nicht rumjammern, dass YouTube nicht als richtiger Beruf angesehen wird. Es ist nun mal so, dass Leute denken, so ein Video produziert sich in einer halben Stunde und ist dann auch hochgeladen und den Rest des Tages schlafe ich eigentlich so bis 13 Uhr. Gut, ich habe heute bis 12 geschlafen, aber das liegt daran, dass ich die letzten Tage recht viel gemacht habe. Klar, YouTube ist eines der coolsten Sachen, die ich mir vorstellen kann, als Beruf zu machen. Ich will mich da aber auch jetzt nicht länger aufregen. Ich meine, es ist ja genau das, was Lidl will. Ich würde trotzdem nie eine Ausbildung bei Lidl anfangen für alle Leute, die übrigens jetzt auch eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann oder Kauffrau machen. Nehmt das nicht zu persönlich. Das sollte jetzt eigentlich nur ein Video gegen Lidl sein, gegen diese scheiß Werbung. Ich meine, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe auch schon mal bei Tengelmann gearbeitet, ganze 3 Monate und dann wurde ich gefeuert. Dann ging Tengelmann pleite. Muss ich nicht mehr viel zu sagen? Ist, glaube ich, offensichtlich, woran es lag. Und nachdem ich auf diesem tollen Werbeplakat gesehen habe, dass unten rechts in der Ecke steht, mehrere tolle Gründe, bei Lidl eine Ausbildung zu machen, findest du auf jobs.lidl.de. Let's see. 2 von vielen Gründen für eine Ausbildung bei Lidl. Erstens, du weißt heute schon, dass deine Zukunft fly wird. Fly! Fly! Ich weiß nicht, wann war dieses Wort nochmal in 2013? Kommen wir wieder zum Meeting mit Ü40 Leuten. Robert ganz hinten in der Ecke sagt so, ich hätte da ja so ein Wort, ne? Meine Tochter hat letztens irgendwie gesagt, so fly, ne? Fly, das ist so ein richtig geiles Jugendwort, schreib das schnell. Hashtag YOLO, ne? Wir müssen auch mal ein Risiko eingehen. Wollen wir doch mal sehen, was es denn noch so für tolle Gründe gibt, bei Lidl zu arbeiten? Es steht einfach immer dasselbe da. Ist Robert und seinen Kollegen wohl nicht mehr eingefallen? Wer Spaß am Thema Handel hat und sich tatkräftig in ein Team Gleichgesinnte einbringen möchte, ist bei uns sehr willkommen. Der Start unserer 2- oder 3-jährigen Ausbildungsangebote ist jeweils am 1. oder am 1. September. Boah, was für gute Gründe. Garantiert spannend. Während deiner Ausbildungszeit wirst du vor allem eines feststellen. Für Langeweile ist bei uns kein Platz. Dafür sorgen unsere Schulungen, Team-Events, wie zum Beispiel das Schnupperklettern, sowie regelmäßiges... Boah, ich habe gerade voll Bock auf Schnupperklettern! Ich bin ja eigentlich nur gemein zu Lidl. Ja, ich weiß, aber ich glaube, es kommt voll so rüber, als wärst du so gegen so Einzelhandel, so... Nein! Wie gesagt, das Video richtet sich eigentlich nur gegen Lidl. Und gegen diese Werbung für die Ausbildung, nicht an die Ausbildung an sich, Einzelhandelskauffrau. Also jeder Job ist cool, jeder Job wird benötigt, sonst irgendwas. Ja, bin nur aggressiv wegen dieser Werbung. Wie unnötig ist das denn? Dann gebt diesem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir eure Meinung zu dieser Werbung in die Kommentare. Dann könnt ihr hier noch ein anderes Video von mir angucken. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und wenn ihr mich abonniert, dann sehen wir uns im nächsten Video. Okay, tschüss.